Einen wunderschönen und herzlich willkommen wieder einmal zu einem weiteren Tutorial. Heute machen wir Rübenladen mit der Ropermaus vom Rübenhaufen. Das sind heute zwei kombinierte Dinge. Einmal machen wir Rübenladen mit Cosplay und Abfahren mit Autodrive. Lasst uns mal anfangen, dass wir die Maus dazu eingestellt bekommen. Also rein in die Karre, mal anschmeißen den Motor, Entferntaste, dann macht ihr euch das HUD auf. Dort müsst ihr auf das Fadenkreuz. Dann seht ihr schon, hat er hier die Position von dem Feldhaufen schon erkannt. Normalerweise, wenn das nicht zu sehen ist, grob anorientieren, wo er ist. Zielposition, Ladeposition und Anhängerposition. Ob das jetzt alles zu 100% korrekt ist, kann ich auch nicht sagen, aber es funktioniert. Und bevor ihr jetzt irgendwas großartig da anschaltet, fahrt die Maus ein Stück ran, dass sie ungefähr den Haufen erkennt. Auch so halbwegs gerade, so schön. Und dann könnt ihr auf Andrücken, dann fährt sie rein und lädt sich schon mal vor. Das war Schritt Nummer 1. Jetzt gehen wir zum Abfahren über. Da brauchen wir das Cosplay HUD nicht. Da brauchen wir den Kollegen hier. Und zwar machen wir mit Autodrive Alt und 0. Dann kriegen wir das HUD geöffnet. Wir müssen auf das Dreieck hier drücken, damit wir uns einen neuen Kurs anlegen können. Und drücken auf Aufnehmen. Dann fahren wir auch erstmal los. Fahren hier einmal drüber. Ihr wisst, da müssen wir immer ein Stück weiterfahren, damit wir da einen vernünftigen Punkt zum Abladen haben, damit er den Trigger auch erkennt. Der könnte vielleicht zu weit sein. Wir benennen den erstmal rüber ab. Ich muss mir das bloß merken. Und das nenne ich 12. Den setzen wir trotzdem gleich ein kleines Stück zurück und wir fahren weiter. Und jetzt beim Ranpositionieren an die Maus müsst ihr ja ganz grob ungefähr treffen, wo sie euch überlädt. Und wenn ihr ein ganz langes Feld habt oder eine ganz lange Feldmiete, müsst ihr noch ein Stück weiterfahren. Aber ansonsten bleiben wir hier wieder stehen und beenden den Kurs. Jetzt gucken wir, versuchen mal den Punkt hier. Ich weiß, der ist nicht ganz vorne. Den muss man nachher auch zur Not noch ein bisschen verschieben, weil die Maus so weit hinten ist. Wir benennen den jetzt mal Rübenladen. So, und dann nennen wir auch 12 und drücken auf OK. Damit er jetzt auch nicht ewig hin und her fährt, stellen wir uns mal gleich dahinter und dann machen wir mal die Einstellung. So, wir stellen uns mal hier in den Kurs rein. Wir müssen in den Modus, in den Modus abholen und abliefern. Dort wollen wir reinladen und zwar Rüben B laden, ist ja der Punkt. Und wir wollen Rübenladen 12, da steht es zum Glück, also richtig benennen. Und wegbringen wollen wir das zu Rübenabladen 12. Und wir fahren Zuckerrüben. Wir machen den Kurs an und dann sollte eigentlich alles automatisch funktionieren. So. Ihr seht, es funktioniert im automatischen Modus. Jetzt wird, wenn beide weiter vorrücken, werden auch beide weiter vorrücken. Das Einzige, was euch passieren kann, ihr seht, da er fährt gerade weiter, dass ihr diesen Rübenpunkt immer weiter nach hinten setzen müsst. Wenn er danach angekommen ist und die Maus weiterfährt, dann habt ihr da noch einen Rest zu stehen. So, wenn ihr jetzt aber den Punkt ganz weit nach hinten legt, dann fährt er euch hier viel zu schnell durch. Das kann man mit Sicherheit noch mit vielleicht irgendwelche Wartepunkte, wo er ein paar Sekunden warten muss, oder baut sich hier ein bisschen eine Schlängellinie ein, dass er langsamer fahren muss, damit er den Trigger erkennt. Ist ein bisschen fummelig, aber es funktioniert. Ne? So, und viel weiter muss ich dazu nicht erklären. Ob es jetzt die beste Variante ist, wie man das macht, kann ich auch nicht sagen. Aber ich kann damit spielen, ich arbeite damit so. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr euch noch mehr davon sehen wollt, ein paar Sachen machen wir noch. Ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen. Und für Wünsche bin ich auch offen. Auch wenn ich es noch nicht gemacht habe, ich arbeite mich da rein und zeige euch das denn. Ansonsten kennt ihr das Spiel. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.